Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Oh mein Gott, von Disneys Skate Adventure. Ich setze mich mal kurz anders hin. Leute, es ist die erste Aufnahme nach meinem Urlaub. Es fühlt sich gerade komisch an. Ich habe wirklich lange nicht mehr aufgenommen. Leck mich am Arsch. Fast 3 Wochen, glaube ich. Eieieiei. Ja, ich bin zurück und mit einer kleinen Änderung. Ich kann ja einfach schon mal hier das Spiel. Ich habe hier schon mal gerade ein bisschen rumgeskatet, weil ich, mir war langweilig. Ich bin einfach ein bisschen rumgefahren. 4652 Punkte gesammelt. Schön. Ja. Mit einer kleinen Änderung. Drückt mal unten aufs Zahnrad und guckt euch die, Grafikeinstellung. Grafikeinstellung, genau. Die Auflösungseinstellung an. Fräsenjunge, erstmals in 1440p. Leck mich am Arsch. Kontext. Ich hatte Geburtstag und mein Vater hat meine Warnung, ernst genommen. Und hat ein WQHD-Bildschirm besorgt. Oh mein Gott, ich habe jetzt endlich einen WQHD/2K-Bildschirm. Ist ja, glaube ich, das gleiche. Und kann es endlich in 2K aufnehmen. Sofort umgeändert hier bei OBS. Ist es natürlich jetzt bei dem Spiel hier, wird man natürlich nichts erkennen. Aber wenn ich dann demnächst wahrscheinlich Quantum Break aufnehme und dann auch in nativen 1440p aufnehme, dann wird man es merken. Ich freue mich drauf. Und naja, ich werde jetzt trotzdem einfach alles in der Qualität hochladen, weil. Umstellen lohnt sich nicht. Ja! So viel dazu. Lass uns weiter über das Spiel reden. Boah, die Musik kommt mir gerade echt laut vor. Aber es ist wahrscheinlich einfach von mir ein bisschen ungewohnt. Genau, das letzte Mal haben wir ja soweit alles hier, glaube ich, gesammelt, ne? Aber uns fehlt ja die eine Medaille, die hier unter ist. Hier irgendwo. Wo war sie genau? Weiß ich nicht. Hör ich wieder Davy Jones klappern. Da. Ich weiß nicht, wie man da rankommt. Naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach erstmal ein paar Aufgaben weiter. Und dann schauen wir mal. Vielleicht führt uns ja eine Aufgabe so oder so dahin. Verbrecher. Kleiner Dschungelbewohner, ich wette, du kannst die Buchstaben Skate nicht sammeln, bevor die Zeit abläuft. Natürlich. Hey, kommt direkt das Lied. So, oh, super. S fast. Das ist ein S? Wir haben beide gleichzeitig und super gesagt, bis gehört. Du hast das K. Sehr witzig. Ich meine, ich spiele zwar irgendwie auf einem. Also, der neue Bildschirm ist halt der gleiche, den ich vorher hatte, nur in WQHD. Der andere steht jetzt quasi rechts von mir. Und der alte kleine steht jetzt hochkant links von mir. Ich habe jetzt 3 Bildschirme. Eieiei. Was wollte ich sagen? Irgendwie kommt mir der Bildschirm gerade größer vor, aber irgendwie ist das ja nicht. Vielleicht sitze ich ein bisschen näher dran, ich weiß es nicht. Wie komme ich denn da jetzt ran? Von hier vielleicht, wenn ich so. Ha! Ja. Jetzt hast du einen Tee. So. Einen Tee habe ich jetzt. Das ist das A, stimmt's? Ich mag das Bild. Komme ich jetzt an das Seil am klügsten ran? Im Zweifel von hier hinten. Oh, ich habe nur ein paar Sekunden. Das ist nicht gut. Komm! Nein! Nein! Da ist das E! Gute Arbeit! E, du! Hat so lange gedauert. Klasse! Die nächste Bemalung, Kürbiskopf. Sexy. Hat sie es gerade geöffnet? Warte mal. Das hat sie gerade geöffnet, oder? Habe ich das richtig gesehen? Hat sie das vielleicht geöffnet, weil ich da lang gerindet bin? Wo bin ich? falsche Seite. Wahrscheinlich nicht, aber irgendwie. Aber ich bin ja nicht lange gerindet. Das ist das Problem an der Geschichte. Das ist eine Kette hier, ne? Vielleicht. Ach, keine Ahnung, dann halt nicht. Wo ist Gorilla Man? Woman, Man, Woman. Da. Oh. Na gut, du drei Käse. Vielleicht öffnen sie es jetzt. Öffne diese Laderaumtüren, indem du ja. Den ganzen vertrockneten, verkrusteten Seetang weggrindest, der sie total versperrt. Verkrustete Scheiße. Sehr schön, dann wird sie das gleich öffnen und dann sind wir glücklich. Das schwebte gerade Seetang in der Luft. Dann ist ja kein Seetang mehr, sondern Lufttang. Geh auch ohne grinden. Ich finde! Letzte Gülle hier. Danke,
dass du uns die Laderaumtüren geöffnet hast. Juhu. Jetzt können wir den Menschen heimzahlen, was sie uns angetan haben. Oh oh. Nadelstreifen-Cargo. Wir werden wahrscheinlich die ganzen Tiere da unten noch befreien, die da gefangen sind, ne? So, jetzt nicht verkacken, bitte. Also wäre jetzt nicht so dramatisch, aber trotzdem. Yes! Dum-dum. Silberarmband. Nö. So, nächste Aufgabe. Wo ist die nächste Aufgabe? Gott, klappt nicht. Oh ja, voll auf die Schnauze gelegt. Haben wir da oben noch eine irgendwo vielleicht? Nö, dann gehen wir nach unten. Hui. Da konnte ich das Gebiet wechseln, okay. Kann ich mit dir reden? Nö. Sonst wäre da ja auch ein dicker, fetter Pfeil über die drüber. Ha, der hier. Ich befreie euch. Das ist eine Aufgabe speziell für den jungen Tarzan. Dein Maul sollst du halten. Für den jungen Tarzan. Haben wir schon Aufgaben erledigt hier? Nee, ne? Also jetzt abgesehen von denen, die ich gerade gemacht habe. Nö. Noch gar nicht so viele hier. Erstmal alle machen, die ich so machen kann, nicht wahr? Oh Gott, diese Fresse. Nur Jerk kann diese Aufgabe erfüllen. Mann, deine Mutter. Nur Jerk kann diese Aufgabe erfüllen. Ich habe die letzten fast 2 Wochen habe ich nur mit meinen Eltern verbracht. Das heißt, mein Etat an Schimpfwörtern ist sehr aufgestockt worden. Also ich habe nicht viel Schimpfwörter benutzt. Die müssen jetzt alle wieder raus. Also keine Sorge, ich kann auch von meinen Eltern Schimpfwörter verwenden. Die sind dann nicht so kleinlich, aber muss ich ja nicht, ne? Sowas wie Fickwichse oder so. Schönes Wort. Hier sind nur die beiden Aufgaben? Also irgendwie, daran glaube ich noch nicht so ganz. Hier oben vielleicht. Ja, guck mal. Der Sprung. Sieh es ein. Claytons Highscore ist unerreichbar. Und so ein primitives Wesen wie du hat einfach null Chancen gegen jemanden wie ihn. 0-0-0. Ich sehe gerade, dass mein... Wenn er spricht, spackt ihm mein OBS ab. Oder so der Pegel von der Capture Card, den ich zwar gemutet habe, den ich ja nicht nutze. Ich nutze einfach den Windows-Sound immer direkt zum Aufnehmen, damit auch andere Sounds aufgenommen werden. Jetzt im Zweifel. Aber der spackt komisch rum. Egal, Highscore. 75.000! Bist du wahnsinnig? Das schaffe ich ja nie. Ja, muss mal wieder reinkommen hier, ne? Weil... Das war Wahnsinn! Oh. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Coole Kamera. Ja, irgendwie kann ich nur mit Kreis-Dings-Tricks machen. Was passiert denn hier? Egal. Sollte reichen. Du hast Claytons Highscore gebrochen. Da freut er sich. Wir gehen nochmal meinen Special-Trick. Ich glaube so, ne? Ja. Ein Special-Manual. Special-Grinds gibt es immer noch nicht. Was? Rekord? Achso, der von davor. Cooler Sound. So, das kann nur Turk oder Jerk machen. So, irgendwo... Ja, ich wollte gerade sagen, wo chillt der jetzt? Der zweite Highscore-Typ ist wahrscheinlich er hier. Du hast absolut keine Chance, Meister Claytons Extremscore zu übertreffen. Geh wieder zurück in den Dschungel und nerv mich nicht. Okay. 150.000! Let's go! Nee. Starker Start. Ich wollte gerade irgendwie einen... Keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, was ich gerade machen wollte. Ich würde gerne ein bisschen grinden, macht mehr Spaß. Nicht das. Man kriegt die Punkte ja hier, habe ich aber schon mal erwähnt. Man kriegt ja viel schneller als in Tony Hawk spielen. Tony Hawk spielt ja jetzt noch nicht 78.000 durch die Kacke da bekommen. Vielleicht 20.000. Oh oh. Oh, ich hab gar kein... Was tue ich denn hier, Alter? So schlecht. Ich übe nur. Ja. Ich bin schlecht. In Tony Hawk spielen würde ich jetzt schon übelst aufs Maul bekommen dafür. Das Spiel würde mich beleidigen. Aber das zum Glück ist das hier Babyspiel. Den Bastard. So. Oh, so skatet zu Hause aber niemand. Abgeprallt. So, warte mal. Haben wir jetzt noch... Was haben wir jetzt noch? 2 Ziele? Ne, 3.
Das heißt, eins habe ich nicht entdeckt. Glaube ich. Was ist das für eine Kamera? Ah, warte mal, ist das vielleicht in dem... in diesem einen Raum, wo ich gerade nicht mehr weiß, wie man hinkommt. Da... Nee, da oben. Komm ich davon hier nochmal hoch? Ja. Es gab irgendwie diesen Boilerraum da oder so. Aber wohl nicht. So, kann ich das machen? Ja. Dieser grässliche Mann will abreisen und unsere Familie mitnehmen. Bitte halt ihn auf. Ich weiß, du kannst das. Lass einfach den großen Käfig fallen, wenn er darunter steht. Oha, Clayton killen. Ja, das krieg ich hin. Wo ist der Käfig? Ja, einfach. Okay. Seht ihr, das ist Set oben bei der Aufgabe? Lustig. Das Set ist einfach in einer anderen Schriftart. So, Low Frame Rate Clayton. Laufen wir unter das Ding. Wie war das? Muss ich einfach nur raufspringen? Wahrscheinlich, ne? Gut, ich sehe das ein bisschen beschissen, wenn er da runter ist. Nein! Lasst mich hier sofort raus! Lasst mich hier raus! Easy. Team Heat. Okay. So, dann sind wir jetzt fertig. Beziehungsweise ich wechsle jetzt. Ich speichere lieber nochmal ab vorher, bevor irgendwie das Spiel stirbt oder so. 54%. Wir haben 4% geholt. Gut, dann machen wir jetzt die anderen beiden Aufgaben und ihr wisst, was danach auf uns wartet, richtig? Hier muss ich hin. Danach heißt es wieder sammeln mit den ganzen Tarzan-Charakteren. Aber das gehört dazu. Der ist okay. So, Tarzan und Turk. Turk? So, das ist der komische Wichser, der noch gar nicht freigeschaltet ist. Das ist schlecht. Naja, dann mache ich erstmal die Aufgabe und hoffe, dass ich ihn dadurch freischalte. Sonst habe ich ein Problem. Naja. Warum habe ich da jetzt eigentlich zwei Aufgaben mehr? Oder war das einfach... Nee, es fehlen bei beiden. Okay. Muss ja danach gehen, wie viele Aufgaben noch fehlen. Alles cool. Das Bild von Tarzan, ey. Das sieht auch nicht gesund aus. Tarzan ist komisch. Okay, wo stand der Affe? Vor allem der skatet auf einer Akku-Akku-Maske. Was sammle ich da überhaupt? Sind das Speerspitzen? Sieht so aus. Auch nichts sammeln davon, das ist illegal. Nur Terk kann diese Aufgabe. Falsch, Entschuldigung. Dann halt du hier unten. Hey, du da! Du musst uns aus diesen Käfigen rausholen. Okay. Na dann, Moment. Schlüssel. Der Dschungel ist mein Skateplatz. Deine Oma. Scheiße. Genau so geht das. Alle Gorillas müssen freikommen. Dafür müssen wir sorgen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich arbeite dran. Smell my feet. Schöner Grind. Geht aber auch ganz schön. Genau so geht das. Doof platziert mitunter, muss man mal einfach sagen. Aber gut. Wow, das sah lustig aus, wie er gerade so einen Trick gefühlt gemacht hat. Also ich habe halt keinen Trick gemacht. Er hat getrickt. Getrickshottet. Nein, ich habe eine Sperrpitze gesammelt. Müssen freikommen. Dafür müssen wir sorgen. Ja. Was macht die Zeit eigentlich? Okay, 14 Minuten. Autsch. Okay. Ich mag es, wenn kleine Kinder sich verletzen und sterben. Da hinten. Komm ich denn? Also ich kann jetzt einfach hinspringen, aber gibt's auch einen eleganteren Weg hin? Dafür müssen wir sorgen. Fertig! Freiheit! Es geht nichts über die Freiheit, Kleiner. Freedom! Ich hoffe, ich kann jetzt die andere Aufgabe machen. Jetzt hat die Frage beantwortet direkt. Ja, komm, ich speichere direkt nochmal ab. Ich weiß immer nicht, ne, wenn ich dann halt den Charakter wechsle. So ein bisschen der Gedanke, dass dann vielleicht irgendwas nicht gespeichert wird oder so. Ja.
Ich installiere übrigens gerade nebenbei, während ich gerade aufnehme, StarCraft 2. Ich habe nämlich zum Geburtstag ebenfalls StarCraft 2 bekommen, was ich mir gewünscht habe in der Disk-Version. Toll, ne? Das will ich gerade mal installieren. Das dauert einfach 1000 Jahre. Keine Ahnung. Einfach downloaden wird schneller gehen als installieren, scheinbar. Ich weiß nicht, warum der so ewig braucht. Ich bin schön, dass ich jetzt übrigens zu diesem Lied aufhören darf. Also wirklich. Ne, ich habe keine Ahnung, wie dauert das super ewig. Ich öffne mal. Vorhin war bei 5%, als ich angefangen habe aufzunehmen. Jetzt dabei 7%. Bitte legen Datenträger Disk 2 ein. Ah. Das, warte, mach ich jetzt mal eben nebenbei, während hier der hier lädt. Wartet. Turk. Nicht der aus Scrubs, leider. So. Ich hoffe, geht alles gut und nicht, dass jetzt irgendwie Aufnahme stirbt dabei oder irgendwelche Sounds aufploppen. Der fährt in der Bratpfanne. Nett. Ich meine, es hat eigentlich Zeit, ich kann auch später machen, aber, ne? Wenn ich jetzt halt kann, warum dann nicht, ne? So. Warte auf Datenträger. So, ich, wenn jetzt irgendwas, keine Ahnung, wenn er jetzt nicht selber checkt, was abgeht, dann mache ich es halt nachher. So, okay. Aufgabe. Natürlich damit das Viech hier Bananen. Mhm. Jo, da öffnet sich erstmal der Explorer. Ich sehe nichts mehr. Nice. Diese furchtbaren Gehen Sie bitte weg. Alle Gorillas im Käfige sperren. So. Du musst sie ins Meer stoßen, um sie aufzuhalten. Ah, jetzt macht er weiter. Sehr schön. Diese furchtbaren Männer wollen alle Gorillas im Käfig sperren und muss sie ins Meer stoßen und sie... Okay, das ist ganz schön fies. Lull. die Sprüche. Ich hab's noch nicht ganz verstanden, was der gesagt hat. Warum habe ich meine AG verlassen, habe ich verstanden. Das ist ganz schön brutal. Ich glaube, die ertrinken. Naja. Das war eine große Hilfe, Schatz. Kein Problem. Fußball. Diese SZs auf einmal. Überall. So. Ja. Dann war's das. Also, mit den Aufgaben für Tarzan-Dings-Kirchen. Ja, dann können wir ja jetzt schon mal reinschnuppern mit Tarzan in die erste Welt. Level wechseln. Ja, nee, das mache ich ja dann wieder. Ich gehe das chronologisch durch. Ich brauche Ordnung und Sinn. Sorry, mein Autismus erlaubt nichts anderes. So. Jane. Die möchte gern Jane, ey. Also die, so eine Jane gibt's halt nicht in Tarzan 2 wahrscheinlich. Naja, Tarzan. So, zack. Bedeutet das eigentlich, dass die Statistiken schon erweitert sind? Ja, ne? Nicht das, also weil, da jetzt zum Beispiel bei Olli seht ihr ja diese lila Punkte, 5 lila Punkte sind so hell und die anderen sind so dunkel. Ich glaube, das sind dann die erweiterten. Schon. Und nicht, das bedeutet nicht quasi, dass ich die noch sammeln kann. Denke ich. Hoffe ich. Egal, Tarzan. Auf nach Dschungelbaumhaus, nach zu hin. Ja, jetzt wieder das große Sammeln. Es ist ein bisschen lame, ich weiß, aber es gehört irgendwie dazu, finde ich, weil sonst wäre das Spiel ratzfatz durch und irgendwie habe ich ja da nicht alle Aufgaben. Das sieht dann alles komisch aus. Also noch illegal. So. Also Schatz, wenn du ja, in diese Höhle gehst, kommst du geradewegs auf eine der oberen Plattformen. Das erleichtert die Sache, weißt du? Ich weiß. Bitch. Ich bin so beleidigt wieder. Huch. Ja, richtigen Flip gerade gemacht, das war ja fresh. Naja. Ah, hier war das Sammeln aber auch gefühlt am ätzendsten. Sag mal, leg dich doch nicht bei jeder Kante auf die Schnauze, du Bastard. Breaks me. Boah, die, da konnte ich die Pixelzähne neben dem Baum eben. Habt ihr gesehen? Hier. An den. Na. Moment. Hier. Hui. Dank WQAD könnt ihr das auch sehen. Ich meine, ein bisschen besser wird das Bild trotzdem aussehen wahrscheinlich. Aber. Not sure. Ich meine, das Spiel läuft für 576i, ne? Also. Keine nativen WQAD-Dings. Aber es wird auch wahrscheinlich nicht häufig passieren bei mir, einfach weil auch ich nur 1080p Konsolen habe und auch nur 1080p Capture Card. Aber sollte ich irgendwann meine PS5 ergattern können, würde ich mir wahrscheinlich auch meine 4K Capture Card holen. Denke ich. Nein, nein, Tarzan, das lassen wir.
Das sagst du nie wieder, okay? Boah, jetzt, Alter, ich hasse Tarzan. Der fühlt sich ganz komisch an mit seinem komischen Akku-Akku-Board. Sammel die Fug gegen Sperrspitze ein. Dankeschön. Und hier musst du das kleine Kind aber nur beleidigen. Die machen, was du willst. Für mehr Erziehungstipps folgt meinem Instagram. So, krieg ich den? Ja. Boah, 20 Minuten haben wir nicht schon voll. Ich skate hier aber ein bisschen rum, mal gucken. Vielleicht trifft Ben wäre schon die Aufgabe mit ihm. Ja, ne, irgendwie das Gebiet hier, ich weiß nicht, mag ich nicht. Das ist komisch. Ich arbeite mich am besten mal von unten nach oben. Jetzt geht's erstmal hier hinten alles ab. Frühstück wird zwar sowieso noch 1000 Mal runterfallen da oben. Aber ne. So haben wir jetzt ein bisschen Struktur drin und das ist ja nicht verkehrt. Und bin ich wieder verwirrt irgendwann. Wo ich jetzt war und wo nicht. Ich versuche mal eben hier über den. Oh, da kommen wir gar nicht hoch. Attitude, ich will da oben hoch. Den will ich noch holen. Und dann werde ich die Folge. Juhu! Sehr schön. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, ne? Danke fürs Zusehen. Ciao!